In den USA gibt es eine Gruppe, das sind 75 Professoren, unter denen ein gewisser Morgan Reynolds, ja, die ganz deutlich sagen, dass dies nicht von Muslimen gemacht wurde. Jetzt, ein gewisser Mark Banek, ein Fox-Reporter, Fox von einem Nachrichtensender, der sagt zu der Maschine, also das Flugzeug, es sah definitiv nicht wie ein kommerzielles Flugzeug aus, ich sah an der Seite keine Fenster. Und an einer Boeing 747, einem Passagierflugzeug, sind natürlich Fenster. Fenster findet man nur nicht wo? An einem Militärflugzeug. Der andere sagt, das war das erste, ich zähle nur 11 Punkte aus, du kannst da 100 Punkte nennen. Ne? Der andere sagt, das ist ein gewisser Russ Wittenburg. Der sagt, so eine 330-Grad-Drehung mit einer Boeing 747 kann man überhaupt nicht machen, das kann man nur mit einem Militärflugzeug machen. Das ist ein Flugexperte. Und der andere sagt, zwei Zeugen, die unabhängig voneinander berichten, sagt, er hat keine Fenster gesehen. Jetzt weiter. Steve Jones, auch ein Professor, der sagt, dass dieses Eisen nicht schmelzen kann. Dadurch, dass das brennt, diese Etage, kann das Eisen nicht schmelzen und sich zusammensickern. Dann, überleben, dann der andere Punkt dazu ist, hat man schon mal gehört, ich habe es noch nicht gehört, vielleicht gibt es das ja. Hat schon mal jemand gehört, dass es haben ja schon so oft Gebäude gebrannt. Hat schon mal jemand gehört, dass ein Gebäude gebrannt hat, oben in einem Stockwerk und dann ist der Eisen, ist der Stahlträger geschmolzen und ist in sich zusammengekracht, wie das World Trade Center. Ah, okay, hast du es schon mal gehört? Ah, nein, ich habe es auch noch nicht gehört. Vielleicht gibt es das ja, aber was einige Überlebende gesagt haben, die aus dem World Trade Center raus sind, die haben gesagt, die haben Explosionen gehört. Das dazu. Dann wird erzählt, dass die Leute aus dem Flugzeug mit dem Handy angerufen haben. Heute gibt es Leute, die versuchen es zu entwickeln, dass man mit einem Handy aus dem Flugzeug anrufen kann, weil man in der Höhe gar nicht anrufen kann. Komisch, 2001 hat das schon geklappt, dass man mit den Handys angerufen hat. Hier, dann, Osama Bin Laden sagt in dem Umma-Magazin, ein paar Tage nach den Anschlägen vom World Trade Center, sagt er, dass es nicht erlaubt ist, Frauen und Kinder und so weiter zu töten. Dann sagt er später in einem Interview mit Al Jazeera, nicht irgendein geheimes Video, was gedreht wurde, was er vielleicht gar nicht mitbekommen hat, wo die Tonqualität schlecht ist und wo die Tonqualität, wo du gar nichts verstehst und wo du kaum etwas, wo die Bildqualität schlecht ist, das sagt er. Die US-Regierung beschuldigt mich, hinter jeder Attacke zu stehen. Ich versichere der Welt, ich habe diese Attacke nicht geplant. Sie scheinen von Leuten aus persönlichen Gründen geplant worden zu sein. Ich lebe in Afghanistan und die Führer des Landes erlauben mir nicht, solche Operationen durchzuführen. Das war bei Al Jazeera, kann jeder nachprüfen. Ja, so, jetzt. Im Prinzip, was will man damit, was will ich damit sagen? Wir sagen ganz klar, World Trade Center, Madrid, oh, das ist meine Aussage, sind alles Dinge, egal ob es Muslime gemacht haben oder nicht Muslime, die verboten sind. Du kannst nicht Ungerechtigkeit mit Ungerechtigkeit bekämpfen, unschuldige Menschen töten, ganz einfach. Und das ist ganz klar. Aber was ganz klar ist, ist auch, dass diese Sachen, die verallgemeinert wurden und die überall bekannt sind, dass die Muslime das gewesen sein sollen, dass die Beweisführung dafür sehr, sehr vage ist. Und das sind nicht meine Worte, das sind die Worte von 75 Professoren aus den USA, die darüber Filme gedreht haben, wie zum Beispiel Lost Chains und andere Filme. Und das waren eben nur einige Punkte zum 11. September, die ich genannt habe. Jetzt ist aber die Frage, ist ja alles schön und gut, vielleicht waren das Muslime gewesen, vielleicht waren es keine Muslime gewesen, aber die Frage, die uns jetzt interessieren sollte, weil wir haben jetzt abgeschlossen und gesagt, können ganz deutlich sagen, dass der Islam, dass der Terrorismus kein Monopol des Islams ist. Die Muslime haben den Terrorismus nicht erfunden und die sind noch nicht mal die Spezialisten im Terrorismus. Ganz deutlich.
Aber die Frage, die sich jetzt stellt, ist, es gibt ja doch Muslime, die es als legitim ansehen, unschuldige Menschen in die Luft zu jagen. Und auf diese Punkte wollen wir jetzt eingehen und dann machen wir erstmal 30 Minuten Pause. Okay? Jazakumullahu khairan. Wir haben angesprochen, dass es Menschen gibt, die Gewalt gegen Unschuldige im Namen des Islam anscheinend für gerechtfertigt halten. Und wir haben gesagt, dass es Leute gibt, die den Menschen vermitteln wollen, dass der Islam eine Religion des Terrors ist und zeigen dann auf Begebenheiten, die sich im Zeiten des Lebens, die sich in den Zeiten des Lebens des Propheten Mohammed sallam ereignet haben. Und dann werden gerne einige Hadithe genannt, beziehungsweise Ayats, Verse aus dem Koran genannt. Und dann wollen wir kurz auf diese Verse eingehen. Ein Vers, der sehr gerne genannt wird, ist in Surah At-Tawbah, wo Allah sagt: "Qatilu alladhina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wa la yadinuna din al-haqqi min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyadu wa hum saghirun." Das heißt, bekämpft die Leute sinngemäß von den Leuten der Schrift, die nicht an Allah und den jüngsten Tag glauben und nicht der wahren Religion folgen und nicht das für verboten erklären, was Allah und sein Gesandter für verboten erklärt, bis sie die Jizya, das ist eine spezielle Steuer, aus ihrer Hand geben und sie klein dabei sind. Ja? Das soll dann der Beweis sein, dass es erlaubt ist, Unschuldige zu töten. In diesem Zusammenhang muss man erstmal sagen, in welchem Zusammenhang, denn wir müssen verstehen, der Koran ist ein Buch, das ist nicht auf einmal herabgesandt worden, sofort zum Propheten Muhammad sallam, sondern zu bestimmten Ereignissen kam ein bestimmter Befehl an den Propheten Muhammad sallam. Dieser Vers speziell wurde herabgesandt im historischen Kontext, dass die Römer bzw. die Byzantiner sich auf einen Krieg mit dem Propheten sallam vorbereitet haben und ihm entgegengekommen sind. Und hieraus ist die Schlacht von Tabuk entstanden. Das ist im Kontext der Schlacht von Tabuk. So. Das heißt, man kann diesen Vers überhaupt nicht dazu benutzen, zu sagen, man könnte jetzt irgendwie rausgehen und jeden Nicht-Muslim töten. Es hat damit gar nichts zu tun. Es ist genauso, als wenn ein General in Vietnam oder ein Vorgesetzter im Militär zu den Soldaten sagt, tötet alle Vietnamesen, die ihr seht. Aber er ist auf dem Schlachtfeld und erzählt es ihnen. Er meint damit nicht, du sollst jeden töten, sondern der Kontext von dem Ausspruch dieses Generals oder Vorgesetzten ist dieses Schlachtfeld, dieser Kampf. Und genauso ist es hier auch. Der Kontext ist das Schlachtfeld im Prinzip. Der Angriff der Römer, die den Propheten sallam schon gedroht haben. Das heißt, man kann es überhaupt nicht benutzen, um Gewalt gegen Unschuldige für erlaubt zu erklären. Überhaupt nicht. Jetzt kommt der nächste Punkt, um das zu verdeutlichen, dass also diese Beweisführung falsch ist. Der Prophet sallam sagt in Hadithen ganz deutlich, und der Kontext von diesen Hadithen ist wieder, und die spezifizieren die Bedeutung der Koranverse, dass er es verboten hat, im Kriegsfall, nicht im Friedensfall, nicht im Fall, wo ein muslimisches Land mit einem nicht-muslimischen Land ein Abkommen hat, im Kriegsfall hat er es verboten, Frauen zu töten, Kinder zu töten, Greise zu töten und im Nachhinein Abu Bakr und so weiter. Es wurde sogar verboten, in den Schlachten Mönche zu töten, weil die sich nicht an dem Kriegsgeschehen beteiligen. Und es wurde verboten, Arbeiter zu töten, die sich nicht an dem Krieg beteiligen. Das heißt, der Islam definiert ganz deutlich, dass Zivilisten nicht getötet werden dürfen. Und das ist eine ganz klare, explizite Aussage. Wenn dies in einem Kriegsfall noch nicht mehr erlaubt ist, wie ist es dann erst in einem Fall, wo Frieden herrscht? Dann ist es erst recht nicht erlaubt. Jetzt fragt man sich natürlich, okay, wie wird es trotzdem legitimiert? Ich kann nur eins sagen. Es gibt
keinen Gelehrten auf der ganzen Welt, keinen, der sagt, es wäre erlaubt im Islam, Frauen, Kinder und so weiter zu töten.